Was hältst du davon, wenn du dir einen Tagesplan machst? Mit festen Zeiten für Laufübungen. Übungen machen, Haken hinter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Natürlich habe ich einen Plan, natürlich habe ich einen Kalender und Notizen und sonst was und hake gern Sachen ab, irgendwie, die ich erledigt habe oder gebe denen eine andere Farbe, mal mit einem Buntstift irgendwie drüber oder sonst was. Ich habe da alles probiert in der Richtung. Und ohne diesen Plan oder diesen Kalender, wie auch immer man das nennen mag, würde ich generell, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Denn ich habe euch das ja schon mal gesagt. Ich habe so ein Ding, was ich immer so scherzhaft sage als Männerhirn, dass irgendwie ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Und um ehrlich zu sein, haben andere auch schon gesagt, so von wegen, das hätte ich gern. Aber bei mir geht's wirklich nicht. Also Autofahren, Popeln und so weiter, das geht zeitgleich, ne? Aber viel mehr geht denn auch nicht. Nun habe ich so ein paar Sachen über den Tag erledigt. Bin dann schon so ein bisschen fertig oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir, boah, eigentlich hast du genug gemacht. Komm, eigentlich musst du nichts mehr machen. Aber das hat sich irgendwie so eingeschlichen gehabt. Also jetzt habe ich mittlerweile wieder so einen Plan, dass ich irgendwie eine Stunde, 2 Stunden irgendwie was anderes mache und dann gehe ich irgendwie aufs Laufband. Und im Moment funktioniert es ganz gut. Und es funktioniert immer eine Zeit lang ganz gut. Und dann irgendwann nicht mehr. Es gibt keinen Grund dafür. Und jetzt habe ich das versucht, so ein bisschen damit zu verbinden, dass ich morgens gleich die Nummer mache, dass ich die ekelhaftesten Aufgaben des Tages sozusagen gleich morgens mache. Und dann auch Laufband und so weiter. Das zählt natürlich auch mit dazu. Und dass es dann nach hinten hin immer einfacher wird, sozusagen, um auch wirklich durchzuhalten. Aber ja. Ich weiß noch nicht, warum das so ist, aber dieses Abhaken oder eine andere Farbe geben oder sowas im Kalender, das hat irgendwie was Magisches. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, aber nur wegen, ich habe was erledigt. Hat so einen Ansatz von dem Gefühl, wenn man früher den Garten gehakt hat und dann hat man raufgeguckt und hat gesehen, boah, alles fertig. Oder wenn ich in einer Firma aufgeräumt habe oder irgendwie sowas. Oh, das war ein tolles Gefühl. Naja, und so ähnlich ist es jetzt mit dem Kalender auch, würde ich mal sagen. Also wenn ich was erledigt habe, dann freue ich mich schon. Und dann ist es auch geil, irgendwie, wenn man am nächsten Tag dann oder eine Woche später oder irgendwie sowas nochmal raufguckt und sieht, wie fleißig man war. Oder kann nachvollziehen, was man für Fortschritte gemacht hat und wie wenig vorher ging und wie viel jetzt geht, wie viel ich vorher gelaufen bin, wie viel ich jetzt laufe und so weiter. Und stimme ich dir voll zu. Und genauso mache ich das gerade. Ohne Kalender oder ohne so ein bisschen Planung geht nichts bei mir. Dann würde ich hier vergammeln im Sitzen. Danke für deinen Kommentar.